Moin Freunde, nach drei Technikvideos wird es mal wieder Zeit für ein Review. Heute einen kleinen Leckerbissen auf dem Tisch, beziehungsweise ein kleines Highlight, und zwar die Aries OMR oder auch Otto Repa SOC SLR. Ziemlich geiles Bullpup-Scharfschützengewehr als SALG das Ganze, 650 Steine teuer, schauen wir mal, ob das Teil was taugt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Los geht's mit ein paar kurzen Hintergrundinformationen. Otto Repa, wer ist es eigentlich? Ist ein bekannter Büchsenmacher aus Deutschland, war bereits Konstrukteur bei Walter, hat bei Steyr an der Aug mitgearbeitet und ebenfalls war er an der Entwicklung der Picatinny-Schiene beteiligt. Schließlich hat sich Herr Repa mit dem OMR-Label selbstständig gemacht. Bugatti hat jetzt die OMR-Lizenz gekauft und in Zusammenarbeit mit Ares das SOC entwickelt. Die Entwicklung ging bereits vor über 3 Jahren mit den ersten 3D-Scans los und 2016 konnte man auf der IWA den ersten Prototypen begutachten. Jetzt, Anfang 2017, ging das Ganze in Serienproduktion. Vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant, Herr Repa war Chefkonstrukteur der Walter WA 2000 und dadurch finden wir beim SOC doch einige Gemeinsamkeiten. Weiter geht's mit dem Lieferumfang. Unsere SOC kommt von Ares in diesem normalen Karton, sage ich mal, also nicht sonderlich schön bedruckt oder ähnliches, aber selbstverständlich ausreichend. Das Ganze ist auch schön groß und unheimlich schwer, sprich euer Postbote freut sich an dem Tag auf jeden Fall über seine Berufswahl. So, dann schauen wir mal rein. Zunächst mal im Inneren alles schön ordentlich sortiert und fest. Verrutscht also nichts im Inneren. Fangen wir gleich mal hier an. Hier haben wir eine schöne ausführliche Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Wenn man das Ganze aufklappt, alles sehr schön erklärt, auch für Anfänger, wie man das Magazin lädt, wie man das Zweibein bedient, Sicherung und Abzug, Magazin einlegen, Monopod. Auf der Rückseite finden wir dann die einzelnen Features und ein bisschen technische Daten und eine sehr große und ausführliche Explosionszeichnung mit den einzelnen Teilennummern. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, braucht man immer mal. So, dann geht's weiter. Machen wir mal da vorne weiter. Da haben wir zunächst mal ein Magazin dabei. Dann unser Zweibein. Müssen wir später noch dran schrauben. Haben wir noch was? Hier haben wir noch zweimal Trageriemenaufnahme. So, dann hoppa, unsere SOC. So, jetzt habe ich dann gleich keinen Platz mehr auf dem Tisch. Was haben wir noch drin? Röhrenspeedloader. Braucht man nicht unbedingt, kauft euch einen anderen. Und ein sehr langer Laufreinigungsstab, den wir bei dem Gerät auch benötigen. Kommen wir zu den technischen Daten. Hergestellt wird unsere SOC bei Ares, wie vorhin schon angesprochen, und durch die OMR-Lizenz von Bugatti nach Deutschland importiert. Das Teil ist brandneu, frisch aus dem Ofen und noch warm und schlägt mit 650 Talern zu Buche. So, dann zum Gewicht, Maße USW, Gesamtlänge 990 mm und leider nicht einstellbar. Durch die Bullpup-Bauweise haben wir hier einen ewig langen Innenlauf, um genau zu sein 670 mm in der Länge mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. 21 mm Schiene, einmal hier oben komplett durchgängig mit einer Gesamtlänge von 510 mm. Dann Gewinde für Mündungsfeuerdämpfer oder Schalldämpfer, leider keins vorhanden. Ihr seht schon, die Mündungsbremse ist hier über 2 Zylinderkopfschrauben einfach aufgepresst auf dem Außenlauf. Wer sich selbst etwas drehen möchte, Außenlauf hat einen Außendurchmesser von 21,5 mm. So, dann Gewicht haben wir noch. Ohne Zielfernrohr 6300 Gramm, 6,3 Kilo. Das muss man auf jeden Fall erstmal rumwuchten den ganzen Tag. So, was haben wir noch? Stecksystem im Inneren ist Minitime hier und wir haben das Ares EFCS hier drin verbaut mit Microswitch. Sprich Gearbox Jams damit nicht möglich. So, dann bleibt noch die Energie. Die gibt Bugatti mit 1,5 Joule an. Das habe ich nachgekront mit 0,2 wie auch mit 0,32 Gramm. Warum das Ganze? Schwerer braucht es nicht gehen, denn wir haben hier einen Standardzylinder vom Volumen her mit einem 670er Lauf. Wird also bei 0,32 Gramm schon langsam kritisch.
So Freunde, dann geht es gleich weiter mit dem Schusstest. Begali verkauft das Ganze als Präzisionsgewehr. Deswegen habe ich extra 2 Tage länger gewartet, um das Review online zu stellen, denn wir haben den Schusstest in der Halle gemacht, auf 40 Meter. Verwendet wurden 0,3 Gramm Lonix-BBs und würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir was getroffen haben. So, dann vielleicht mal ganz kurz ein paar Allgemeininformationen. 6,3 Kilo ist natürlich eine Ansage, aber dennoch ist die Waffe, wie ich finde, sehr gut ausbalanciert. Also weder Front- noch Hecklastig, aber man merkt auf jeden Fall, was man in der Hand hat. Aber durch das Gewicht sind natürlich für Scharfschützen schnelle Positionswechsel nur bedingt möglich. Außer ihr seid natürlich ein Viech. Ansonsten, ihr könnt auch, oder der große Vorteil von der SAEG, wenn es doch mal schnell zur Sache geht, ihr könnt das Ding auch ganz einfach mal kurz in die Schulter reinpressen und eben mal kurzzeitig so spielen. Ist vielleicht auch ganz cool. Ihr merkt schon, sogar ich lappen kann das Ding eine gewisse Zeit lang halten, ohne dass der Arm ermüdet. Irgendwann ist aber natürlich mal Feierabend. Was sie vielleicht noch sagen oder was vielleicht noch interessant ist für Leute, die das Ding leichter machen wollen. Allein das Zweibein vorne, Trageriemenaufnahme und der Handschutz hier unten wiegen insgesamt 1,1 Kilo. Demontiert ihr also das Ding, kommt es schon mal ein bisschen leichter. Des Weiteren verfügt die SOC über ein unheimlich komfortables Federschnellwechselsystem. Habt ihr hier oben über der oder hinten bei der Schaftkappe einfach so eine kleine Schraube drin, 4 mm innen, 6-Kant Inbus. Einfach ganz leicht ein bisschen anlösen und dann könnt ihr die gesamte Schaftkappe einfach nach hinten abziehen. Jetzt seht ihr hier im Inneren schon die Schraube vom Spring Guide. Sprich, das Ganze mit einem Schlitzschraubendreher einfach lösen und mit einem 6 mm Inbus den Spring Guide und die alte Feder einfach rausnehmen. Neue Feder rein, alles wieder zusammenschustern, einfach zusammenstecken, Schraube wieder festziehen und das Ding ist fertig fürs nächste Event. Kommen wir zur Verarbeitung und den verwendeten Materialien. Wir schauen uns das Ganze wieder von vorne nach hinten an und los geht's mit der Mündungsbremse. 1:1 Nachbau von der originalen Mündungsbremse, komplett aus Aluminium. Denkt man jetzt, ziemlich fettes Teil, ist aber mit 150 Gramm unheimlich leicht, obwohl es so fett und wuchtig ist. Und das Ganze hat eine gewisse Amplifier-Funktion. Wie vorhin schon angesprochen, wird die ganze Mündungsbremse über 2 Zylinderkopfschrauben mit dem Lauf verschraubt. Können wir abziehen einmal. Jetzt seht ihr, ich habe hier so eine kleine Kerbe drin, wo praktisch die Schrauben das Ganze vorabziehen halten. Ihr müsst also die Schrauben komplett demontieren. So, und jetzt mal Schussgeräusch ohne die Mündungsbremse. Und jetzt das Ganze mal mit Mündungsbremse. Also ich finde, da ist doch ein gewisser Unterschied hörbar. Unser gesamter Außenlauf, komplett aus Aluminium gefertigt und einteilig das Ganze. Sprich, ein fettes Rohr von hier vorne bis hinten kurz vor die Gearbox. Zieht sich also unser dickes Aluminiumrohr einmal durch die gesamte Waffe durch. Das ist nicht untertrieben, wenn ich sage fettes Rohr, denn der Lauf ist eins der schwersten Teile an der Waffe. Wird hier innen auch über mehrere Positionen schön zentriert und gehalten und mit dem Gehäuse verbunden, was natürlich Vibrationen minimiert. Dann haben wir vorne oben unser aufgesetztes Zweibein. Dieses besteht im oberen Teil aus Zinkdruckguss. Die Schrauben, wie vorhin schon angesprochen, schön großdimensioniert, gerändelt, aus Stahl gefertigt. Diese, wie vorhin schon angesprochen, nicht zu fest zudrehen, ansonsten bekommt ihr die wirklich nur mit der Zange wieder auf. Das gesamte Zweibein lässt sich auf der Aluminiumschiene links, rechts in der Position einstellen und dann über die Schraube einfach wieder festziehen. Auch haben wir hier oben noch eine Aufnahme für eine Trageriemenaufnahme. Könnt ihr links oder rechts montieren. Dann zieht sich das Zweibein hier runter, dann finden wir hier unten die Gewindestange sowie das Gegengewinde und den Knopf fürs Komplettausfahren aus Stahl gefertigt. Die Aufnahme unten wiederum aus Zinkdruckguss. Zweibein ist wirklich sehr straff im oberen Bereich gefedert, sprich um das einzuklappen müsst ihr wirklich mit viel Schmackes rausziehen und dann das Ganze nach oben klappen. Hält dann
eigentlich ziemlich gut, wackelt zwar ein bisschen, aber kann man nichts kritisieren. So, beim Aufklappen genauso, kräftig rausziehen, dann ist es wieder aufgeklappt. Kleines Manko, was mir bei dem Zweibein oder was mir bei der DSR-1 sehr gut gefallen hat, war, dass das Zweibein freischwingend war. Ist jetzt hier nicht der Fall, dieses ist komplett starr. Als nächstes geht es weiter mit der unteren Kunststoffabdeckung. Kennt vielleicht der ein oder andere schon, diese lässt sich komplett entfernen und wir finden im vorderen Bereich in dem Frame einen eingearbeiteten Laserpointer. Diese ist natürlich für Deutschland deaktiviert. Fürs Ausland vielleicht interessant, wir finden hier unten, so wie vom Schützen auf der linken Seite, eine kleine Öffnung mit einem Gewindestift drin. Hierüber kann man den Laser in der horizontalen und in der vertikalen sauber einstellen. Was mir beim Red Wolf Video aufgefallen ist, die haben gesagt, der Laser wackelt ziemlich drin und ist nutzlos. Ich kann hier rumdrehen, wie ich will, das Ding sitzt einwandfrei in der Waffe drin. Dann geht's weiter mit dem Gehäuse oder auch mit dem gesamten Schaft. Dieser besteht insgesamt aus drei Hauptbaugruppen. Das wäre zunächst mal die Hauptbaugruppe hier unten. Zieht sich komplett einmal durch die ganze Waffe durch, bis letztendlich hier hinten an den Schaft hin. Also ein großes, massives Aluminiumteil. Obendrauf finden wir dann die obere Abdeckung, welche wir letztendlich später entfernen müssen, um den Akku einzulegen. Hier ist auch unsere Picatinny-Schiene fest mit angegossen und eben CNC gefräst. Dadurch ganz leicht ein bisschen scharfkantig. Und zu guter Letzt die obere Abdeckung vom Schaft hinten. Die ganzen Hauptbauteile sind unheimlich passgenau gefertigt, passen also wirklich 1A zusammen. Alles mit mehreren Schrauben aneinander, aneinander festgeschraubt und dadurch absolut spiel- und verwindungsfrei das Ganze. Auch wie vorhin schon mal angesprochen, wenn ihr das Teil mal zerlegt, die Teile machen einen wirklich unheimlich robusten und massiven Eindruck. Dann finden wir vom Schützen aus auf der linken Seite unseren Ladehebel, welcher hier in dem Fall so ein kleines gerändeltes Aluminiumrädchen darstellt. Ist letztendlich nur dafür da, um praktisch unseren Verschluss zu öffnen für das Hop-Up zum Einstellen. Dieser ist praktisch schön leichtgängig, läuft hier sauber, aber quietscht ein bisschen. Auch ist der Ladehebel nicht wie beim Originalen von links nach rechts ummontierbar. Sprich, lediglich vom Schützen aus auf der linken Seite verwendbar das Ganze. Also wir ziehen einmal zurück, damit unser Verschluss hinten auffährt. Jetzt seht ihr hier schon, Verschluss fährt auf. Jetzt können wir das Hop-Up drüber einstellen, zeige ich euch aber später noch ganz kurz. Und letztendlich lässt sich das Ganze jetzt über den unheimlich dumm positionierten Verschlussfang wieder lösen. Wie ihr seht, der ist hier nicht, keine Aussparung hier oben drin, kommt man also wirklich nur sehr, sehr bescheiden hin, muss man die zweite Hand praktisch als Hilfe nehmen. Ansonsten, wenn ihr das Ding im Anschlag habt, kommt er da absolut nicht hin. Und auch ist der Verschlussfang unheimlich straff gefedert, sprich, da muss man wirklich mit viel Schmackes runterdrücken. So, damit sich der Verschluss hinten wieder löst. Kann natürlich sein, dass es auf die Dauer oder wenn man es öfters mal benutzt, ein bisschen leichtgängiger wird. Vom Pistolengriff unten finden wir dann den doch sehr groß dimensionierten Handschutz vor. Dieser ist komplett aus Aluminium gefertigt und lediglich mit zwei Schrauben fest montiert. Also wem das Ding nicht gefällt, einfach abmontieren. Zwei Schrauben, eine innen oben drin im Gehäuse und eine hier unten. Dann könnt ihr das ganze Ding einfach ganz leicht abnehmen. Einziger Punkt, was ihr beachten solltet, ihr seht schon, hier ist unser FM5-Weg drauf. Sprich, falls ihr den demontiert, nehmt ihn bitte immer mit, wenn ihr irgendwo hingeht. Vor unserem Abzug finden wir dann diese kleine Lasereinheit hier, komplett aus Kunststoff gefertigt. Natürlich auch für uns Deutsche absolut uninteressant. Ich spreche es trotzdem mal ganz kurz an. Hier unten drin finden wir einen kleinen Knopf. Darüber lässt sich im Normalfall bei den Exportversionen oder Auslandversionen der Laser an- und ausschalten. Und hier seitlich finden wir noch so ein kleines Rädchen. Dieses ist aber komplett ohne Funktion. Beim Real Steel Modell könnte man hier die einzelnen Laserfunktionen sichtbar, unsichtbar oder IR umschalten. Dann geht es weiter mit dem Pistolengriff. Dieser ist aus Polyvinylchlorid gefertigt, also sehr robuster Kunststoff, ergonomisch geformt, schön strukturiert und liegt wirklich sehr schön griffig und stimmig in der Hand. Lässt sich also wunderbar und fest greifen, das Ganze. Allerdings, ihr seht schon, ich greife hier ein bisschen tiefer, denn hier oben ist es doch ein bisschen schmal geraten für meinen Geschmack. Passt dann auch die Aussparungen nicht, also für doch schlanke Finger eher weniger gut geeignet oder weniger ergonomisch. Ansonsten, wenn man ein bisschen tiefer greift, wirklich schön fest, sitzt toll, greift sich gut. Kleines Manko allerdings, was ich kritisieren muss, und zwar der Abstand zwischen Magazinkante oder dem Magazineck hier unten und Pistolengriff ist viel zu gering. Dadurch ist es immer wieder der Fall oder ist es immer so, dass eben das Eck hier vom Magazin ein bisschen auf den unteren Handballen die ganze Zeit drückt.
Dieses empfinde ich als doch etwas unangenehm. Ansonsten finden wir im Pistolengriff unten noch einen kleinen Erddorn oder auch einen Monopod. Dieses gefedert, lässt sich einmal frei ausfahren und eben über das Gewinde feinjustieren und ist komplett aus Stahl gefertigt, die Gewindestange. Dann geht es weiter mit dem Abzug. Hier finden wir zunächst mal den Abzugsbügel, komplett aus Aluminium mit angegossen an unserem unteren Gehäuse. Mega viel Platz im Inneren, also auch im Winter mit sehr dicken Handschuhen hier problemlos bedienbar das Ganze. Vom Abzug selbst her, zunächst mal entsichern wir das Ganze mit dem Abzugsfinger einmal hier oben von Safe auf Semi oder auf Feuer umschalten. Geht von links wie auch von rechts, also beidseitig bedienbar das Ganze. So, unser Abzug selbst hat jetzt hier so eine kleine Kunststoffauflage oder Erweiterung dran. Diese ist schön gerillt und dadurch ist der Abzug schön griffig. Fühlt sich also richtig gut an am Finger. Auf jeden Fall, durch den Mikroswitch im Inneren haben wir hier ein sehr, sehr geringes Abzugsgewicht. Ihr seht schon, also mega leicht das Ganze, aber einen sehr kurzen Abzugsweg. Sprich, wir könnten auch im hinteren Bereich nur bei den letzten 2 mm feuern. Aber schön klar definiert, macht mega Spaß das Ganze. Dann haben wir hier hinten drauf unsere doch sehr groß dimensionierte Wangenauflage, komplett aus Aluminium vor. Lässt sich über die 4 mm Zylinderkopfschrauben hier einmal in der Höhe einstellen. Sprich, einmal leicht anlösen die Schrauben. Und dann kann man die Wangenauflage einstellen, wie man sie haben möchte. Da seht ihr schon, da ist so eine kleine Blattfeder hier innen drin. Diese ist allerdings unheimlich straff am Anfang. Oder was heißt am Anfang? Ich gehe mal davon aus, dass sie nach einer Zeit noch ein bisschen leichtgängiger wird. Denn das ist wirklich eine Qual, das Ding runterzudrücken und gleichzeitig festzuschrauben. Eins. Und Nummer zwei. So, jetzt hält das Ding wieder. Also ich hoffe, dass die noch ein bisschen leichtgängiger wird. Ansonsten, wenn sie mal festgeschraubt ist, hält sie auf jeden Fall. Einen kleinen Punkt, den ich aber noch ansprechen möchte. Die Wangenauflage ist zwar unheimlich groß dimensioniert, aber dadurch, dass wir den Schaft nicht in der Länge einstellen können, ist es für kleine Personen, aber für, sage ich mal, ja nicht großgewachsene doch ein bisschen umständlich, denn die sitzt ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack. Ihr seht schon, wenn man das Ding im Anschlag hat, man muss die Schulter relativ weit zurücknehmen und auch mit dem Gesicht oder mit der Wange sehr, sehr weit vor, dass ich überhaupt auf die Wangenauflage drauf komme. Hätten wir also ruhig, sage ich mal, 4-5 cm noch weiter nach hinten versetzen können, wenn wir den Schaft eh schon nicht einstellen können. Zu guter Letzt haben wir hier hinten noch unsere Schaftkappe. Diese ist richtig schön gummiert, schön strukturiert und liegt dadurch wirklich sehr bequem im Anschlag drin. Lässt sich ebenfalls in der Höhe einstellen, dann nehmen wir einen 3 mm Innensechskant und lösen die obere sowie die untere Schraube ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Und dann kann man das Ganze, wie gesagt, in der Höhe einstellen. Wenn man seine Position gefunden hat, einfach wieder festziehen. So, und zu guter Letzt haben wir hier hinten drin noch 2 Ösen für eine Trageriemenaufnahme. Links wie auch rechts vorhanden. Praktisch einfach einmal rein das Ganze. Hier aber ein kleiner Punkt, was ihr beachten solltet. Ich habe das Ding ja schon bereits zerlegt gehabt. Genau unter den Ösen, sprich genau hier innen drin, liegt unsere EFC-Platine oder EFCS-Platine. Und zwar liegen die Chips komplett offen. Sprich, wenn hier Wasser eindringen sollte oder Feuchtigkeit eindringen sollte, kommt es direkt gleich auf die Platine. Also entweder ihr baut die Platine raus und zieht einen Schrumpfschlauch drüber oder ich würde die Öse, die eben nicht verwendet, also links oder rechts, von innen eventuell mit einem Tape abdecken. Dass, wie gesagt, hier kein Wasser oder keine Feuchtigkeit eindringen kann. So, dann schauen wir uns noch kurz Akkuwechsel und Platz für einen Akku an beim SoC. Da habe ich mir auch vorher das Review angeschaut von Red Wolf. Dachte ich zuerst, okay, Riesenkritikpunkt, total umständlich. Die haben das Zweibein montiert, Mündungsfeuerdämpfer montiert, um den Akku zu wechseln. Wäre das wirklich der Fall, wäre es natürlich absolut umständlich und nicht wirklich komfortabel. Geht aber eigentlich recht simpel. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ihr habt hier vorne so eine fette, gerändelte Stahlschraube drin. Die könnt ihr ganz easy mit der Hand öffnen, müsst ihr also nicht mit dem Werkzeug irgendwie mit dem Schraubendreher aufmachen, sondern geht hier ganz leicht per Hand
und auch später beim Zusammenbauen und nach dem Wechsel auch einfach per Hand leicht festziehen, dann hält das Ganze problemlos. Warum? Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz. Also zum Akku wechseln einmal die Schraube komplett lösen. Fette Stahlschraube, die nehmen wir dann weg. So, und jetzt lässt sich das komplette obere Gehäuse ganz leicht nach vorne schieben, aber nicht weit, sondern so circa 3 cm. Und dann lässt sich das Ganze einfach aufklappen. Lege ich mir mal auf die Seite. Und hier seht ihr jetzt schon, liegt schon ein Akku drin. Das ist ein 7,4 Volt Akku, das ist ein 7,4 Volt Lipo. Ihr bekommt aber auch wesentlich größere Akkus rein. Ich nehme mir den mal kurz raus, muss ich alles irgendwie halten. Ihr seht schon, ich habe mir hier so einen Adapter hingemacht auf T-Stecker. So, nehme ich mal raus. So, jetzt habt ihr praktisch Platz für einen Akku. Einmal die komplette Fläche hier oben bis komplett hinter. Also wirklich mega viel. Und auch hier unten drin, wenn man hier reinguckt, unterm Lauf, bringen wir auch noch Zellen rein. Im Normalfall habt ihr hier vorne noch so eine Kunststoffzentrierung drin. Die habe ich rausgemacht, um eben die Kabel reinzupobeln. Kann man aber wie gesagt rausnehmen oder die auch rausnehmen oder die hier noch rausnehmen. Damit kommt man noch mehr rein. Denn wirklich viel Sinn ergeben die vorderen Halterungen oder Zentrierungen hier nicht. Sondern der Lauf wird hier vorne im Aluminiumblock richtig fest verankert. Und hier in der Mitte und hinten ebenfalls nochmal. Das sollte problemlos ausreichen. So, dann von den Akkus, wie gesehen, ich habe gerade einen 7,4 Volt Lipo 2200 mAh drin gehabt, so ein AMAX. Den bekommt ihr natürlich problemlos rein, einfach so und so. Zack. Ihr bekommt aber auch problemlos einen 11,1 Volt Lipo rein, 1200 mAh. Einmal so. Funktioniert auch problemlos. Und wer jetzt ein bisschen, ja, ich sag mal mehr ein bisschen löten kann und ein bisschen was machen möchte, der größte AMAX Akku von den M4 Modellen, 2400 mAh, 11,1 Volt, würde mit ein bisschen löten auch reinpassen. Und zwar müsste man eigentlich nur eine Zelle dann praktisch nach vorne, die andere Zelle dahinter und dann eben von der dritten Zelle die Kabel einfach verlängern und hinten anschließen, damit es praktisch einen langen Strang gibt. Dann bekommt man den Akku ebenfalls rein. Dann, wie vorhin schon angesprochen, etwas dünnere oder schmälere Zellen bekommt ihr ebenfalls hier seitlich noch unten rein. Oder eben, wenn ihr den Lauf rausmacht, bekommt ihr hier unten fest eben nochmal einen rein. Könnt ihr also sozusagen auch zwei Akkus in der Waffe mitführen. So, dann puppel ich mal meine Kabel wieder rein. Wenn wir dann unseren Akku drin haben, einfach den Gehäusedeckel wieder aufsetzen. Wie gesagt, so 3 cm ungefähr nach hinten schieben, zack. Dann rastet der, richtig ordentlich ein, denn der läuft auf Schienen. Also die Schraube müsste wirklich nicht wirklich großartig festziehen. Selbst wenn ich die hier nur so, ja, so wackelig drin lasse, hält das obere Gehäuseteil wirklich bombenfest. Also leicht handfest zudrehen, ist schön gerändelt, kommt man gut hin und schon ist das Ding wieder fertig. Also wie ihr gesehen habt, mit ein bisschen, ja, wer ein bisschen kreativ ist, bekommt ihr wirklich mega große Akkus unter. Schauen wir uns kurz die Markings an. Wir starten vom Schützen aus auf der linken Seite. Dort finden wir hinten auf dem Schaft SOC, SLR, Precision Self-Loading Rifle, Kaliber 6mm, / 308 Winchester. Darunter finden wir das OMR Firmenlogo. Drehen wir das Ganze um, finden wir auf dem unteren Gehäuseteil nochmal das OMR-Logo und designed by Otto Rehpart Germany. Unser FM5-Werk relativ dezent angebracht auf dem großen Handschutz. Kleiner Nachteil vielleicht, wenn man diesen demontieren möchte, sollte man ihn auf jeden Fall mitführen, da hier wie gesagt euer F drauf ist. So, dann sind wir beim Hop-Up angekommen. Hop-Up einstellen, wie vorhin schon mal angesprochen, Verschluss über den Ladehebel einmal zurück. Dieser rastet dann richtig schön ordentlich ein. Hier im Inneren haben wir jetzt so ein kleines, schwarzes, relativ dünnes Rädchen. Hierüber lässt sich unser Hop-Up einstellen. Nach unten mehr, nach oben weniger Hop. Allerdings ist das Rädchen nur an manchen Positionen, ja, hat so einen kleinen Steg dran. Das heißt, manche Stellen sind glatt. Da rutscht man jedes Mal mit dem Finger ab, bis man eben wieder so eine Position mit so einem kleinen Steg findet. Und erst dann kann man es wirklich wieder sauber einstellen. Hätte man das Rädchen komplett rundherum gerändelt, wäre es vielleicht mit dem Fingernagel ein bisschen komfortabler gewesen. Aber ansonsten, Hop-Up-Leistung out of the box kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sehr konstant das Ganze und wirklich kaum Abweichungen.
Ansonsten Hop-Up-Unit ist Standard V2. Ihr könnt also auch andere V2 Hop-Up-Units problemlos einbauen in die SoC. Wenn wir fertig sind, über den toll erreichbaren Verschlussfang, den ich euch vorhin schon mal gezeigt habe, das Ganze wieder lösen. So Freunde, dann soll es weitergehen mit den Internals. Wir fangen immer bei der Gearbox-Shell an. Wie ihr das schon seht, eigenes Gearbox-Design. Richtig toll gemacht von Ares, wie ich finde. Richtig stabil, also ordentlich Material hier vorne drauf. Materialstärke ca. 3-4 mm. Also auch mit einer 150er glaube ich nicht, dass wir hier irgendwie Probleme bekommen sollten. Verarbeitung, wie gesagt, 1A. Hälften schließen richtig schön bündig miteinander ab. Und was auch auffällt, wir haben hier einen integrierten Motorkäfig. Sprich, nicht wie bei V3, dass der Motor extra irgendwie verschraubt wird oder sowas, sondern Motorkäfig direkt an der Gearbox-Shell mit dran. So, dann, wenn wir das eh schon so da liegen haben, sehen wir hier oben die Ansteuerung von unserer EFCS. Sprich, dieses kleine Kabel hier geht dann später hier in unsere Platine rein. Und zwar ja, so rum. Einmal hier unten rein. Und damit regelt sich praktisch, so rum gehört das Ganze rein, aber ist jetzt egal. Darüber regelt die Box praktisch euren Schusszyklus. Sprich, wenn euer Sektorgear exakt eine Position oder eine Umdrehung getätigt hat, gibt der kleine Magnetschalter hier ein Signal an eure Chips weiter und die Kontrolleinheit weiß dann, okay, ein Zyklus ist abgeschlossen. Das Ganze ergibt dann letztendlich folgenden Punkt noch. Wir haben hier die Standard Ares Gears von der EFCS, sprich mit integrierten Magneten. Wenn ihr natürlich jetzt andere Gears verbaut, weiß die EFCS nicht mehr, wann der Schusszyklus abgeschlossen ist. Ja, muss man also auf die Ares Gears zurückgreifen. Die sind aber, glaube ich, bereits als Ersatz vorhanden. So, dann, was ich noch vergessen habe, schauen wir mal noch kurz die Lager an. Wir haben am Bevel Gear 8 mm Kugellager und am Spur wie am Sektor Gear 8 mm Stahllaufbuchsen. So, dann klappen wir es nochmal auf. So, im Inneren geht es weiter. Motor ist ein Standard Short-Type-Motor. Dann Feder-Schnellwechselsystem habe ich euch schon gezeigt. Aber hier erster kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, was die Internals betrifft. Der Spring Guide ist leider nur aus Kunststoff und wird irgendwann mal brechen. Auch verfügt er nicht über ein Kugellager. Hier müsst ihr mal gucken, es gibt mittlerweile so viele Spring Guides, komplette Stahl Spring Guides für viele Schnellwechselsysteme. Da gibt es bestimmt einen passenden von einem anderen Hersteller. Ich habe gerade keinen da, sonst hätte ich das mal ausprobiert. Aber wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass hier andere ebenfalls passen. Dann würde ich den auf jeden Fall tauschen. So, Standard SIG-Feder. So, dann wie bereits gesagt, bei den Gears sind die Standard Ares Gears aus Stahl. Die halten, ja, die stecken ein bisschen was weg. Irgendwann wird mal ein Zahn brechen, aber hier erst ab einer M150 aufwärts. Ansonsten für Standard Gears gehen die Teile vollkommen in Ordnung. Was auch noch auffällt beim Sektor Gear, wir haben hier bereits einen Sektor Gear Clip installiert. Ist zwar für den Semi-Betrieb relativ, ja, nicht vonnöten, sage ich mal, aber wir haben auf jeden Fall einen drin. So, dann geht es weiter mit dem Pisten, Standard POM-Pisten, allerdings komplett mit Stahlzähnen. Sprich, wenn ihr auch auf eine etwas stärkere Feder gehen würdet, der Pisten macht es auf jeden Fall mit und muss nicht gewechselt werden. Dann zum Pistenhead, Standard POM-Pistenhead, ventiliert natürlich, leider ohne Kugellager im Inneren. Sprich, wir haben weder ein Kugellager am Pistenhead noch am Spring Guide hinten. Hier, wie vorhin schon gesagt, Springer tauschen oder eventuell Pistenhead wechseln, einen aus Aluminium verbauen mit Kugellager, falls ihr irgendwas dran machen wolltet. Aber ansonsten für Standard-Internals auf jeden Fall schon mal ziemlich geil das Ganze. So, dann Zylinder ist ein Standard-Zylinder, also von der Länge her nicht, ja, kein SR25-Zylinder, sondern Standard M4-M16-Zylinder. Komplett geschlossen natürlich. Ich habe die Waffe bis jetzt noch nicht gekront, sprich ich filme die Internals gerade beim ersten Demontieren. Da werde ich nachher auf jeden Fall im Chronotest mal verschiedene Grammaturen testen, denn ich bin der Meinung, dass vom Volumen her, dass es mit doch recht schweren BBs auf jeden Fall zu Problemen kommen könnte. Ich denke mal 0,28, 0,30 Gramm, dann wird auf jeden Fall Schluss sein. Ansonsten geht euch das Volumen aus. So, dann haben wir noch unseren Zylinderhead. Dieser ist eine Spezialanfertigung extra für die SoC.
beziehungsweise Röhrchen ist Standard M4. Allerdings ist das Ganze nicht zentriert, wie ihr sehen könnt. Sitzt ein bisschen tiefer wie bei M4 oder M16 Modellen. Also wenn der mal irgendwann den Geist aufgeben sollte, dann müsst ihr wieder auf diesen zurückgreifen. Allerdings gibt es hier nichts zu kritisieren, denn der Zylinderhead sitzt hier richtig schön straff drin, dichtet 1A ab, zumindest so jetzt schon mal. Also wirklich absolut dicht das Ganze. Dann schauen wir uns noch die Nozzle an, da testen wir auch gleich nochmal. Ist eine Standard M4 Nozzle, 21,2 mm mit O-Ring innen drin, läuft schön leichtgängig und das Ganze dichtet dementsprechend sehr gut ab. Also mit viel Druck geht's, aber wirklich nur mit sehr viel Druck. Also, das Zeug dichtet auf jeden Fall schon mal super ab und kann man sich für Standard-Internals absolut nicht beschweren. So, dann noch kurz zur Taphead Blade. Die schaut ein bisschen anders aus, wie ihr sie vielleicht kennt. Ist aber relativ wurscht. Ich habe ausprobiert, Standard V2 Taphead Blades von der M4 oder von der M16 passen hier ebenfalls problemlos. Ansonsten vom Material her ist ein bisschen härter wie andere Taphead Blades. Dadurch kann es passieren, dass sie irgendwann mal hier bricht. Ihr seht auch schon, wir haben hier keinen Radius oder ähnliches, sondern 90 Grad Kante. Sprich, bei zu viel Belastung reißt euch das Ganze einfach hier hinten irgendwann mal ab. Auch ist, sollte man vielleicht sagen, dass die beiliegende Feder oder die verbaute Feder von der Taphead Blade ziemlich straff ist. Ist natürlich gut vom Feeden her, sprich die Kugeln werden ordentlich vorgedrückt und dichtet die Nozzledichte dazu im Hop-Up sehr gut ab. Aber natürlich ein bisschen mehr Belastung hinten auf die Taphead Blade. So, habe ich noch was vergessen? Ja, vorne haben wir noch den Mikroswitch drin sitzen. Sprich, diese kleine Platine sitzt exakt über eurem Abzug. Und dadurch ergibt sich dieses doch sehr geringe Abzugsgewicht. Denn der Abzug muss lediglich diesen kleinen Microswitch oder Mikroschalter hier reindrücken. Diese wiederum gibt das Signal dann einfach weiter hinter zu unserer elektronischen Abzugseinheit oder Electronic Fire Control Unit von Ares. Habt ihr zwei Anschlüsse, einmal den breiten für den Näherungsschalter vom Sektor Gear und dann den 2-Pin-Anschluss, den kleineren eben für die vordere Platine von Microswitch. So, aber wie ihr auch schon sehen könnt, ihr habt in der Waffe unheimlich viel Kabel. Also wenn ihr das Ganze mal zerlegt, macht relativ wenig Spaß, die ganzen Kabel da rauszuziehen. Was mir an der Gearbox an sich auch noch sehr gut gefällt, ihr seht schon, der Anti-Reversal-Latch bleibt schön am Platz, auch die Gears. Und wenn wir die zweite Hälfte aufsetzen, müssen wir hier nicht viel ausrichten oder ähnliches, sondern einfach schön gerade draufsetzen das Ganze. So, und dann passt es schon alles. Also muss nicht irgendwie hier die Gears noch ausrichten, Anti-Reversal rumpumpeln, sondern einfach ordentlich ansetzen, draufstecken und schon ist das Ding wieder geschlossen. So, dann geht's weiter mit Hop-Up-Unit und Lauf. Hop-Up-Unit ist Standard Kunststoff-Hop-Up-Unit. M4, M16 Modelle passen. Ihr seht aber, die ist ein bisschen länger, ist aber relativ egal. Ich habe schon ausprobiert, Standard M4 Hop-Up-Units bzw. M16 Hop-Up-Units passen ebenfalls problemlos rein. Denn der Abstand hier hinten bis zum Laderöhrchen ist exakt identisch. Und den Rest übernimmt die Feder hier vorne. Die Hop-Up-Unit an sich ist perfekt gearbeitet. Der Lauf sitzt wirklich 1A drin. Absolut kein Spiel, kein Verdrehen möglich. Ihr seht auch, die Klammer sitzt hier wirklich 1A. Kann man sich also absolut nicht beschweren. Und ich finde auch die Schussergebnisse und auch die Hop-Up-Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen. Für eine Standard-Hop-Up-Unit oder für eine Waffe out of the box auf jeden Fall in Ordnung. Dann zum Lauf, 6,08 mm Innendurchmesser mit einer Länge von 670 mm. Wer hier auf eine 601er gehen möchte, der muss auf jeden Fall ordentlich in Geldbeutel greifen, denn 670 mm muss erstmal bezahlt werden. Was ich euch aber empfehle, ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei meinem Modell der Fall ist oder bei allen Modellen, würde ich eh empfehlen, wenn ihr mal euch eine Airsoft kauft. Laufreinigungsstab, bisschen Zewa, ein bisschen Alkohol. Die Waffe ist komplett neu und unbeschossen. Und siehe da,
Also doch ganz schön dreckig der Lauf im Inneren. Hat man auch gesehen, wenn man von hinten durchgeschaut hat, ganz kleine Partikel sichtbar im Inneren. Würde ich also vor dem ersten Schuss erstmal durchputzen, das Rohr. Wie gesagt, kann sein, dass es nur bei mir jetzt der Fall war. Ansonsten auf jeden Fall putzen und dann ist das Ding sauber. Dann schauen wir uns noch kurz das Magazin an, welches im Lieferumfang enthalten ist, beziehungsweise ist das einzige Magazin, welches bis jetzt für die SOC verfügbar ist. Ist ein Low-Cap-Magazin, fast 42 Schuss. Aris und Bugatti geben 40 Schuss an, ich habe 42 Schuss reinbekommen. Das Ganze ist unheimlich schön klein, handlich, griffig und im Original komplett nachempfunden oder nachgebildet. Ist komplett aus PVC-verstärktem Polyamid gefertigt, sprich unheimlich robuster Kunststoff. Auch wenn es mal runterfällt, das geht nicht so schnell kaputt. Kleines Magazin sitzt problemlos in der Waffe, schön straff, feedet 1A und läuft absolut problemlos. Kleines Manko aber, der Magazinhalter hier hinten ist doch, wie ich finde, relativ gewöhnungsbedürftig. Vielleicht noch ganz nett, das kleine Magazin kostet gerade mal 15 Euro. Kleiner Punkt noch, ihr seht hier unten, habt ihr so einen kleinen Schieber, damit lässt sich das Inlay rausdrücken. Den Sinn davon habe ich leider bis jetzt noch nicht verstanden. So Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende. Es fehlt noch das Fazit zum 650 Euro teuren Aluminiumbomber. Wir machen wieder Pro-Contra und starten direkt gleich mit den Pros. Erster Pluspunkt von der SOC, Design. Das Teil ist ein richtig fetter, geiler, dicker Brummer. Sieht hammer aus, mal was anderes, Abwechslung. Also ich finde es absolut geil. Gut, ich mag auch die DSR1, aber das Teil ist schon wirklich ein fettes Gerät. Dann zweiter Pluspunkt, Schussleistung, Hop-Up-Leistung, Reichweite durch den Innenlauf, alles vorhanden, stimmig, passt. Das Ding trifft auf jeden Fall was. Kann sich auch sehen lassen. Dann nächster Pluspunkt, das Teil ist unheimlich robust und durchdacht konstruiert. Wandstärken vom Aluminium wirklich sehr dick, dadurch natürlich auch das Gewicht. Aber wie gesagt, robust, wenn man mal irgendwo hängen bleibt oder ähnliches, das Teil steckt problemlos weg. Dann nächster Pluspunkt, Ares EFCS im Inneren mit Mikroswitch, sprich MOSFET, muss man auch nichts mehr dran machen, moderne Elektronik, dadurch keine Gearbox-Jams, geht auch in Ordnung. So, dann nächster Pluspunkt, das sind aber viele Pluspunkte heute. Nächster Pluspunkt, dadurch, dass die Lasereinheit bei uns in Deutschland deaktiviert ist und dadurch gewisse Bauteile fehlen, haben wir hier im Inneren unheimlich viel Platz für einen Akku. Habt ihr auch gesehen, also wer ein bisschen kreativ ist und löten kann, bekommt hier problemlos 3000 mAh mit 11,1 Volt rein. So, dann nächster Pluspunkt, die Ares intern, das finde ich auch in Ordnung. Stahlgears, da bleiben gleich Pisten mit kompletten Stahlzähnen drauf, Federschnellwechselsystem, Nozzle mit O-Ring, also alles eigentlich gute und solide Internals out of the box. Dann auch bei den Internals finde ich natürlich schön, dass es teilweise V2-kompatibel ist. Sprich, wenn doch mal was kaputt gehen sollte, bekommt man recht günstig Ersatz. So, dann letzter Pluspunkt vielleicht, wenn man mal überlegt. Viele sagen, gut, Scharfschützengewehr, SALG, was soll das Ganze? Aber jetzt vergleicht mal, nehmen wir mal an, mit dem Federdruck-Scharfschützengewehr, hat halt die SALG doch den Vorteil, wenn es doch mal ein bisschen schneller zur Sache geht, kann man halt doch mal ganz kurz... Das könnt ihr halt mit dem Federdruck nicht machen. So, das soll es aber jetzt mit Pluspunkten gewesen sein. Schauen wir uns die Negativpunkte an. Erster Negativpunkt ist ganz klar das Gewicht. 6,3 Kilo, das Teil ist absolut nichts für jeden. Also wer ein bisschen schmächtig ist wie ich, wird auf jeden Fall Probleme damit haben. Dann, nächster Kritikpunkt eigentlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Schaft nicht verkürzbar ist. Ist für etwas kleinere Menschen wie ich doch ein bisschen zu lang. Auch die Wangenauflage ist ein bisschen zu weit vorne. Ich hänge also immer mit der Backe irgendwo hier hinten drauf oder muss halt die Schulter recht weit zurücknehmen. Und zu guter Letzt, kleiner Negativpunkt. Ich finde die von der Ergonomie her, mich stört unheimlich das Magazin immer. Ihr seht auch, wenn ich das hier, na, so könnt ihr es vielleicht nicht sehen, aber ihr könnt es euch denken, immer wenn man das hier hält, drückt jedes Mal das Magazin hier ein bisschen unterm Handballen. Also ist doch ein bisschen, teilweise unangenehm, finde ich. Also kann doch ziemlich stören. So, das soll es aber gewesen sein. So, falls ihr andere Meinung seid oder mir zustimmt oder auch eure Pro-Kontras zu SOC preisgeben wollt, einfach mal in die Kommentare reinhauen. Ist ja nicht immer so, dass nur ich recht habe, sondern vielleicht hat der eine oder andere eben auch noch ein paar Negativpunkte, was er kritisieren würde an dem Teil.
einfach mal unten in die Kommentare reinklatschen und dann können wir uns ja mal drüber unterhalten. So, ansonsten bin ich durch mit dem Gerät. Jo. So, falls noch Fragen sein sollten oder ähnliches, wie immer Kommentarfeld benutzen. Wenn euch das Review gefallen hat, einfach liken und Abo natürlich dalassen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, haut rein. Machen wir das Ganze mal auf, da hinten. Boah, ich bin zu blöd, das Ding aufzumachen. Dann noch, wo sind die? Hallo? Magazin an sich sitzt problemlos. Na, du sitzt. Ich mach's nochmal.